Guten Tag, liebe Freunde. Ich möchte euch heute ein kleines bulgarisches Märchen vorlesen. Es war einmal ein Bär. Ein Vater pflegte seinen beiden Kindern, Milka und Saschka, jeden Sonntag eine Geschichte zu erzählen. Eines Tages sagte der Vater: Milka, diesmal erzählst du eine Geschichte. Milka tat, als ob sie lange überlegte und sagte dann: Es war einmal ein Bär. Und weiter geht es nicht mehr. Das stimmt nicht, lachte der Vater. Wieso nicht? Wunderte sich Milka. Weil es doch viel, viel weiter geht. Woher weißt du das? Ich habe mir doch diese Geschichte ausgedacht. Gut, hör zu und ihr werdet sehen, dass die Geschichte doch weitergeht. Und der Vater begann zu erzählen. Es war einmal ein Holzfäller. Der hieß Onkel Drago. Er war sehr arm und hatte weder Weib noch Kind. Er wohnte am Dorfrande. Eines Tages fand der Holzfäller im Wald ein buntes Hähnchen. Das flog nicht fort, sondern setzte sich ihm auf die Schulter. Der Holzfäller freute sich und nahm das Hähnchen mit nach Hause. Am nächsten Tag fand er im Wald ein weißes Kätzchen. Das nahm er auch mit nach Hause. Am dritten Tag begegnete ihm im Wald ein kleiner Bär. Auch dem nahm der Holzfäller mit. Aber es geschah etwas ganz Sonderbares. Als der kleine Bär in den Hof kam, stellte er sich auf die Hinterpfoten und brummte froh. Das Hähnchen kam herbeigeflogen, setzte sich ihm auf die Schulter und krähte lauthals. Das Kätzchen sprang auf die andere Schulter und miaute lustig. Seitdem waren der Bär, das Hähnchen und das Kätzchen unzertrennlich. Jeden Tag erfanden sie neue ausgelassene Spiele. Der Holzfäller sah ihnen erstaunt zu. Eines Tages sagte er sich: Was bin ich doch für ein Dummkopf! Ich kann mit meinen Tieren Geld verdienen. Anstatt mich im Wald zu plagen, werde ich mit ihnen vor den Menschen auftreten, viel Geld verdienen und reich werden. Der Holzfäller zog mit seinen Tieren von Haus zu Haus, schlug das Tamburin, der Bär, das Hähnchen und das Kätzchen machten Späße, die Menschen schauten erstaunt zu und spendeten reichlich. So verging eine lange Zeit, sie waren durch alle umliegenden Dörfer gekommen. Da brach Onkel Drago mit ihnen zu einer langen Reise auf. Unterwegs überfiel sie die Dunkelheit am Rande eines unbekannten Waldes, und sie mussten dort übernachten. Der Holzfäller fütterte seine Tiere, aß selbst etwas und sie legten sich schlafen. In der Nacht wachte er auf, blickte um sich und sah, dass das Hähnchen fort war. Er sprang auf, rief und suchte es, aber das Hähnchen war verschwunden. Sicher hat es der Fuchs geholt, dachte er. Am Morgen wanderte er mit dem Kätzchen und dem kleinen Bären in den Wald. Da stand plötzlich ein schöner Jüngling vor ihm, königlich gekleidet, mit einer schwarzen Pelzmütze auf dem Kopf, einem prächtigen goldbestickten Gewand und glänzenden Stiefeln. Der kleine Bär und das Kätzchen liefen, als sie den Jüngling erblickten, auf ihn zu, und er umfing sie mit einem Arm, denn in der anderen Hand hielt er einen Krug mit Wasser. »Guten Morgen, Onkel Drago«, rief der Jüngling. »Bist du gestern sehr erschrocken, weil ich verschwunden war?« »Wer bist du?«, fragte der Holzfäller verwundert. »Erkennst du mich nicht? Ich bin dein Hähnchen. Der kleine Bär ist meine größere Schwester und das Kätzchen mein jüngerer Bruder.« Nachdem er das gesagt hatte, gab der Jüngling ihnen Wasser aus dem Krug zu trinken und begoss sie mit dem Rest, und die beiden wurden zu Menschen. Der kleine Bär verwandelte sich in ein schönes Mädchen und das Kätzchen in einen blonden Jungen. Dann küssten sie dem Holzfäller die Hand. »Wir danken dir, Onkel Drago. Du hast uns aufgenommen, beschützt und lieb gehabt. Wir haben nie ein böses Wort von dir gehört. Unser Vater wird es dir reich belohnen«, sagten sie. »Aber wer seid ihr? Wer ist euer Vater?«, unterbrach der Holzfäller sie. Der glaubte, dass er träumte. »Unser Vater ist König des Landes«, antwortete der Jüngling.
Eine Hexe wollte ihn einst mit ihrer Tochter verheiraten. Aber die war böse und faul. Unser Vater heiratete eine andere, die gut war, unsere Mutter. Deshalb hat uns die Hexe in ein Hähnchen, einen Bären und ein Kätzchen verzaubert. Sie gab uns fast nichts zu essen und schlug uns jeden Tag. Eines Nachts liefen wir ihr davon und du hast uns bei dir aufgenommen. Gestern Abend hörte ich eine Nachtigall in dem Baum über uns singen. Ach, wenn das Hähnchen wüsste, dass mitten im Wald eine große Eiche steht, an deren Wurzeln das Wasser des Lebens entspringt. Wenn die drei davon trinken und sich damit begießen, werden sie in Menschen zurückverwandelt. Der Holzfäller konnte sich nicht genug freuen. Er brachte sie schnurstracks in das Königsschloss. Der Vater und die Mutter konnten sich vor Freude nicht fassen. Sie streichelten die Kinder, vergaßen aber auch den guten Holzfäller nicht. Sie belohnten ihn reich, zogen ihm teure Kleider an und machten ihn zum Hüter der königlichen Schatzkammer. Das ist die Geschichte vom kleinen Bären, beendete der Vater lächelnd seine Erzählung. Aber Milka und Saschko waren so gefesselt von der Geschichte, dass sie seine Worte nicht hörten. Und was ist mit der Hexe geschehen? Fragte Saschko. Sie suchten sie, aber sie war inzwischen gestorben. Der König befahl, Steine auf ihr Grab zu häufen. Milka schwieg nachdenklich. Dann fragte sie, aber Vater, ich habe doch den kleinen Bären ausgedacht. Es gab nichts weiter. Ja, Milka, aber ich habe das Weitere erzählt. Wenn ich etwas sage, kannst du nichts weiter ausdenken, meinte Saschko. Gut, lass hören. Saschko überlegte lange und sagte schließlich, »Es lag ein alter Strunk vorm Haus. Damit ist die Geschichte aus.« »Was sagst du jetzt?« »Nein, Saschko, die Geschichte ist damit nicht aus. Oh, nächsten Sonntag werdet ihr hören, wie es mit dem Strunk geschehen ist.«